Grüezi, wir sind herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir reagieren auf irgendwie Emojis. Schaffst du das, ja, diese Marken zu erraten? Das große Markenquiz von Generation Sonnenschein. Lasst unbedingt dort ein Abo. Da aktiviert die Glocke. Liked, macht dasselbe auch bei uns. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo Leute. In diesem Video geht es ja darum, bestimmte Marken anhand von Emojis zu erkennen. Für jede Marke gebe ich dir 5 Sekunden Zeit. Solltest du mal länger benötigen, kannst du natürlich jederzeit Pause drücken. Ich bin mal gespannt, wie viele Marken du erraten kannst. Ich auch. Schreibt, wie viel ihr erratet könnt. In die Kommentare. Bist du bereit? Ja, bin ich. Los geht's. Ja, lass es, ist schon in Ordnung. Nummer 1. Was ist das für eine Marke? Ein Mann und ein Buch. Schwarzkopf? Nein. Was? Keine Ahnung. Das ist so eine Beauty-Marke oder Shop-Marke oder irgendwas. Keine Ahnung. Opa-Buch? Büchermann. Büchermann? Keine Ahnung, ob das gibt. Bist du drauf gekommen? Nein. Das ist das soziale Netzwerk Facebook. Wie kann man so... Wie sieht's mit dieser Marke aus? Irgendein Wein. Das ist ein Wein. Schwarzwein. Schwarzwein. Nein. Schwarztraubenwein. Rotwein. Keine Ahnung. Ich sag einfach, ich sag Schwarztraube. Ich sag Schwarzwein. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, was das sehen soll. Wir sind so scheiße. Hast du eine Idee? Es ist der berühmte Handyhersteller BlackBerry. Das kann ich nicht. Sind wir dumm? Kennst du das? Nein. Welche Marke ist das? Krokodil mit dem Schuh. Crocodile. Ich sag Crocs. Oh, ja. Ich sag einfach Crocs. Crocodile oder Crocs? Du sagst Krokodil, ich sag Crocs. Ich mag es wahrscheinlich bald. Bis jetzt haben wir vielleicht eins. Ja. Bist du drauf gekommen? Aber Crocs ist... Das ist der Schuhhersteller Crocs. Ha! Ist das eine Marke? Ich werde jetzt einblenden. 1 zu 0. Kennst du auch diese Marke? Nee. Starbucks. Starbucks, ja. Starbucks. Safe Starbucks. Wenn nicht, dann, keine Ahnung. Like dieses Video. Wie ist das Starbucks? Was ist denn sonst? Starbucks? Hast du es gewusst? Es ist das berühmte Kaffeehaus Starbucks. Sag ich ja. Danke. Nummer 5. Wie sieht's mit dieser Marke? King Cake. King Cake? Das ist doch Cookies. Das ist gar nicht. King Cake! Die aus meiner Klasse wissen, was ich meine im ich Englisch. Im Englisch. King Cake oder was? Ich sag einfach Cookies. Diese Typen nehmen recht bei mir, wenn ich auf den Hast du es erraten? Es ist die Keksmarke Prinzenrolle. Fall! Habe ich irgendetwas verpasst? Wie sieht mit dieser Marke aus? Controller, nichts? What? Nee, Xbox ist es nicht. Nixbox, das ist eine Nixbox. Was steht hier wegen Nix? Nixbox, ich sag Nixbox. Hast du es gewusst? Nee. Es ist der bekannte Spieleverkäufer GameStop. Wir das kenne ich nicht. Ich hatte bis jetzt eines, er hatte nichts richtig. Nummer 7. Doch, Marke ist das? 2. Disney, das ist Disney. Disney, ja. Disney. Disney Park. Disney, das ist Disney. Das ist Disney. Disneyland oder Disney Diese Prinzessin Ratatouille-Maus, das ist Disney. Ja, den Disney. Und auch mit der Kamera. Ja, bist du drauf gekommen? Ja, Disney. Es ist das weltweit bekannte Medienunternehmen Disney. Sag ich ja. 1, 2, 2, 1 für mich. Nummer 8. Welche Marke ist das? 2, 2. Dort, das ist das Messer. Was ist das? Pingu? Pingu, das heißt doch einfach Pingu. Wie heißt das? Dieser Anzug. Neoprenanzug. Keine Ahnung. Ich sag Pingu. Pingu. Hast du es erraten? Nein. Es ist die Klamottenmarke Hollister. Wie soll man von da auf Hollister kommen? Ich kenne das nicht. Nummer 9. Wie sieht es mit dieser Marke aus? Rolex. Smart. Ja, ist Rolex. Nein, sag du Smartwatch. Ich sag Rolex. Schweizer Uhren. Schweizer die besten Uhren. Ich hab nichts Rolex. Gegen alle lernen, aber Smartwatch ist so alles von der Schweiz, alles Lupi. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Schweizer Uhren bei euch zu Hause habt. Hast du es erraten? Es ist der Uhrenhersteller Rolex. Rolex. Wie viel für aus hat das? 3-2 für mich. Nummer 10. Welche Marke? Gleichstand. Ja. Frankreich. Französischer Tennis-Crocs.
keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. What the heck? So ein scheiß Krokodil. Sieh doch nicht. Bist du drauf gekommen? Nee. Das ist die berühmte Klamottenmarke Lacoste. Ich kenne das. Das waren 10 bekannte Marken getarnter Emojis. Wie viele hast du erkannt? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Drei? Wenn dir das Video gefallen hat, ich habe 2, du hast. Wir haben beide 2 erraten. Nein, ich habe 3. Das 2. Ich sehe dich dann am Schnitt. Abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir planen jetzt hier aber ganz am Schluss nochmal die Punktzahl ein. Dann würde ich sagen. Wir machen noch den. Ja, wir machen den nochmal eins. Ich habe schon was vorbereitet. Hey, das wird gleich gleich weiter, keine Angst. Aber schickt uns doch einige Fotos. Ich werde hier sehr wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse oder ein Dings einblenden. Eine Dings, wie heißt es schon wieder? Irgendeine Telefonnummer. Und da könnt ihr uns verschiedene Tricks oder was auch immer, Fotos, wo wir darauf reagieren können, also besser gesagt Videos, wo wir darauf reagieren können oder coole Fotos zu senden, dann werden wir die vielleicht schon mal reagieren. Ich habe schon was bekommen von einem Kollegen von mir. Schickt uns das zu, dann reagieren wir darauf. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Guess the Marvel Hero von IQ12. Lasst auch hier ein Like und ein Abo da. Und dann legen wir los. Nur dann, keine Ahnung, wie viel ich kenne. Marvel Hero kenne ich nicht. Die sind aus. Sehr scheiße. 3-2 spielt, mhm. Glaube ich. Keine, ja, was seht ihr? Ist egal. 3-2. Also nee. 22 Runden und man hat 10 Sekunden dafür. Okay. Versuche den Marvel Superhelden von den Emojis zu erraten. Lass uns starten. Die Englisch können, müssen mehr, können mich jetzt schon schauen, wenn ich ihn nehmen kann. 1. Oder ist das ein L? Guess the Marvel Hero. Spider-Man. Ich sag Venom. Venom, ja. Venom. Das ist doch Venom. Schwarz, Spinne, Safe Spinne. Venom, ja. Das ist Venom. Spider-Man. Venom. Nein. Nein, das sagt Spider-Man. Venom sag ich doch. 3-3. Mach weiter. Was ist da Venom? Ich habe heute deine Reaktion, ja, auf das gesehen. Hatte der einen das fast falsch gemacht. Ja, kennst du das Video? Nee. Robin Hood. Robin Hood. Hawkeye. Aha. Du hast Robin Hood gesagt. Ja. Der ist nicht Marvel. Entschuldigung. Nee, ich kenne es wieder nicht. Nee, ist ein anderes, glaube ich. Ja, es war ein anderes. Black Panther. Ist das ein Panther? Das ist doch ein Mini-Leopard oder so. Egal, das ist Black Panther safe. Ja. 4, 5. Ja, ich stimmt eigentlich. Ich bin jetzt alles richtig. Da waren Nummer 3. Ja, 5. Ich glaube, ich glaube nicht. Nein. 4. Ja, ich bin egal. Ist das eine? Iron Man? Oder die Arme. Bucky Bounce! Das ist der Winter Soldier, Bucky Bounce! Bucky Bounce, genau. Bounce? Das ist nicht der Iron Man, weil der hat nur einen Roboterarm, der Bucky Bounce. Ja. Hatte das jetzt hier alles richtig? Du hast einen Fehler, das ist mal heute gut gesagt. Ja! Ich hätte gut kennen. Dr. Strange! Dr. Strange, klar. Jetzt ist 6-5. Ich sehe schon, ja. Seht ihr dann im Schnitt? Ihr kennt ja auch jeden. Dr. Strange. Dr. Merkwürdig, ich hab Deutsch. Das klingt nicht mehr logisch. Ich dachte, ich bin in meinem Film gekommen. Rocket Raccoon. Die Rakete, der Rocky. Raccoon. Der Dingsbums. Rocket Raccoon. Ja, Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Nicht Popeln. Ein Teufel, ein Affe und ein Stock. Was ist denn das für ein Marvel-Held? Ist das, wie heißt der? Keine Ahnung. Wer ist das? Schreib in die Kommentare, wer ist Daredevil? Sag nicht Marvel. Wer ist dieser Daredevil? Oh,
Was machst du? Entschuldigung. Das ist nicht Marvel, der da will. Ich kenne ihn nicht. Yes, the Marvel Hero. Ist das Deadpool? Ich sag Deadpool. Deadpool ist safe. Ich bin tot, Mann, und meine Waffe ist Deadpool. Das ist ja doch wie Marvel und sowas. Ich sag's nicht. Wer ist der Punisher? Das ist doch nicht Marvel. Zumindest nicht MCU. Ich check's nicht. Wir waren so gut. Punisher aus den Comics. Vielleicht. Captain America. America. Das war einfach. Das war wirklich. Ich hätte jetzt gerade noch das Captain America Shield reinbauen sollen. Die tun so nicht, wie es gerade gewusst aber. Das war einfach. Steve Rogers aka der Captain America. Superman? Weil der keine Laser oder so, der ist die Sinn, ich hätte nicht mal. Keine Ahnung, ich sag einfach Superman. Wer ist Cyclops? Cyclops ist DC. Wie dumm, wie blöd ist der? Das ist DC. Das ist ein Halbmensch, halb Roboter. Cyclops ist DC. Von wegen Marvel, das ist DC. Ups, die Ton ausgeschalten. Schalte dich wieder ein, du blöder Ton. Yes, wie lässt er? Sorry. Der Ton ist wow. Ah, das ist der Human Torch, aber. Das ist wahrscheinlich Human Torch, aber das ist auch nicht Farmer. Ah, ich komme so ein Point nicht, in meiner Tashi. Ich komme überhaupt nicht drauf. Kann man verstehen. Den kenne ich auch nicht. Was sag ich, weil ich das wusste. Ich habe eine Taschenlampe und eine Flamme und Typen. Aber schon mal, ich habe mal ein Let's Play geschaut, aber den. Das ist Ghost Rider, was sag ich Marvel? Hab nicht MCU. Wahrscheinlich kommen. Ja, Comics. In den Comics kommt davor. Ich verstehe mich besser mit MCU draus, wenn ich die Comics kurz. Jetzt auch Iron Man. Ich sag einfach, nein, ich sag Iron Man. Ich sag Iron Man. Das macht dann meist. Ja, Tony Stark, okay, Iron Man. Ich hätte es mal noch ein bisschen anders gemacht, aber schon. Spider-Man war gar nicht hier. Ist das hier diese Wolkentante? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich sag einfach. Stormy Wetter ist miraculous. Oh, ich kann nicht mal weit weg von Stormy Wetter. Macht eigentlich auch Sinn mit dem Bildserver. Keine Ahnung, wer das sein sollte. 15. Halt. Nein. What? Wer sollte denn das sein? Ah, der Typ, der so kämpft. Der Kollege von Dr. Black Widow. Black Widow. Warum wusste ich das? Nee. Wenn der Boxer schon der Frau. Weil dieser Wong, der könnte auch sein mit diesem Typ. Tja, ich hätte eine Spinne hingemacht. Hulk. Hulk Smash, das ist der Hulk. Der Bruce Banner, die Witten wird und zum Hulk wird. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Marvel mögt. Hulk, das ist der Hulk. In der Haut. Was steht eigentlich? Egal, das werden wir sehen, wenn ich das schneide. Übrigens, Roma, ich habe gesehen, Roman hat gerade vorhin geschrieben und ja, ich meine dich. Roman? Ja, er hat geschrieben, ob er gemeint war. Im Ach, Video. Ja. Okay. Ja, das wäre gut. Das sieht man dann. Das. Eine Rakete und eine Palme? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich ist der einer, den man kennt. Das soll Groot sein. Oh mein Groot Gott. Groot ist doch keine Palme. Wie's? Ich hätte einen Mann und einen Baum hingebaut oder so. Doch nicht. Und eine 3 wegen den 3 Wörtern. Doch nicht eine Palme.
Falcon, das ist der Falcon Safe. Falcon, ja, ja. Du kennst ja nicht mal. Safe? Nee, du kennst Race Falcon. Ja, das ist so ein Typ, der hat so. So Flügel halt. Falcon, genau. Das ist, du kennst ihn nicht. Doch, ich kenn. Punkt zählt nicht. Ja, ein Spaß erzählt. Ist sowieso schon zwei im Vorsprung, glaub ich. Viel mehr. Tor, Gott des Donners. Ich glaube, ich habe nicht den Gott, aber das ist Tor. Er hat seinen Hammer in die Hand. Ja, ja, es kommt Flashball auf YouTube an. Tor kurz von mir. Geht ja dann aber. Ja, Tor. Am Bruder schreibe ich immer, wenn ich Tor sage. Es heißt Tor, nicht Tor! Was Tor mag. Was mag eigentlich Tor besonders gerne? Bier. Ein Tor. Versteht ihr wegen dem Schlosstor und so? Der war nicht witzig. Ja, Bier, ein Enkel. Spider-Man! Okay, was ist da. Ist das Auto von. Julian Bam? Keine Ahnung. Bambus! Ein Bambus! Wegen Bambus! Das hast du von mir und von Racer Luca. Spider-Man! Ich bin eine Spinne! Bist du dumm? Zweitletzter. Du hast mich nie wieder auf. Ich habe nicht so gewohnt. Aber ich schaue das trotzdem sein und dann sehe ich dir am Schluss noch die letzte Punktzahl. Ist das Starbucks? Nee. Was für Starbucks? Ist das Captain Marvel? Star-Lord. Das ist Star-Lord. Okay, Star-Lord. Wegen dem Stein und dem Ikone Star-Lord. Star-Lord. Du hast Captain Marvel gesagt. Keine Ahnung. Ein Spaß. Ich habe Marvel Center zu sehen. So, letzter. Rate des Marvel zu verhelfen. Ant-Man! Das ist ganz klein, das Ant-Man! Ant-Man! Wie ist das Ant-Man? Gruß an Levi! Ant-Man? Das ist die Ente. Ant-Man! Das ist ja, wenn man ein Team gegründet, das ich weiß, ein Tiger ist Top Secret. Da, nein, das ist das Fußballspiel, dort heißt der Ente. Gruß geht an Levi. Und alle Subscriber. Gut, dann kommt hier unten, irgendwo auf dem Bildschirm kommt nochmal die Punktzahl. Also sagen wir. Möchtest du noch was sagen? Ich bin scheiße in diesem Quiz. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Cut. Oh nein!